Ja, wir hatten uns die Idee vorgenommen, dass wir die Menschen und die Musiker zusammenbringen an einen Ort. Hatten wir in Husum und in Sonderburg die ganze Stadt bespielt, so war es jetzt einmal dran, die Musiker noch näher zusammenzubringen und die Chance der Begegnung zu schaffen. Und da lag die Schlossinsel in Schleswig schon sehr nah. De største udfordring det er nok, at man spiller det derhjemme på musikskolerne, men man får ikke sådan tid til at øve det med de andre tyske musikskoler. I dag var første gang, vi spillede med dem. Der er rigtig mange flinke mennesker her. For eksempel, da vi var inde, og vi skulle spille første gang, der blæste der ret meget i Slotsgården. Så vores noder var hele tiden lige ved at vælte. Og der kom der så to mennesker, som jeg faktisk tror var tyskere. Men de kom så, og så stalte de så noget på vores nodestativs ben. Det har været med igen. Det er nok, at man lærer nogle nye at kende, og man ved, hvordan det foregår egentlig. Sådan at man ved, at her er ikke kun danskere, men der er også tyskere, og man lægger sådan måske lidt mærke til at lidt flere sådan væk på nogle andre værdier også. Ja, also die Herausforderung war halt, also die Musik zusammenzukriegen, dass es alles stimmt mit den verschiedenen Absätzen, wer wann spielt und dass man auch gut miteinander über die Musik kommunizieren kann. Also die Herausforderung für mich ist, den Ansatz noch zu haben bei einem zweiten Konzert, das ich auch heute habe, und auch die Anspannung, dass sie auch noch erhalten bleibt. Mir gefällt das mit dem Deutsch-Dänischen Musikschultag sehr gut, weil man auch sich mit anderen Musikern aus einem anderen Land verständigen kann, aber auch nur mit der Musik, dass es funktioniert, dass man nicht irgendwie jetzt noch eine andere Sprache lernen muss. Jeg vil sige den første optræden, den der kæmpe trompet åbning der. Den synes jeg, den var rigtig god, så den vil jeg helt klart tage med hjem og fortælle til alle min familie. Oh,
something to rely on. Ich erlebe nur freudige Gesichter, alle sind zufrieden mit dem Ambiente, mit den Außenbühnen und vor allen Dingen auch mit den Szenen, die wir innerhalb des Schlosses haben, auch in den Kunstausstellungen, im Kreuzstall, in der Galerie Horn. Das wird auch von den Kindern und von den Jugendlichen insbesondere ganz gut angenommen. Das ist das, was ich höre. Das erfüllt mein Herz schon mit Freude. Also insofern ist die Intention, die wir hatten, dass wir hier die Kunst und die Musik, also Museum und Musik zusammenbringen, aus meiner Sicht aufgegangen.